Herzlich willkommen zur neuen Folge von Karte Info, genau und Info ist gut, auf dem frühen Marsch. Wir werden jetzt mal die eine Spur nacharbeiten. Normalerweise hätte ich das schon machen müssen. Das heißt, rechts, das ist der rechte Traktor normalerweise. Auf der rechten Seite, die Pfeile gehen in die Richtung. Links, rechts. Machen müssen. Meinen Sie, blöde ist da vorne, aber gar nicht. Na gut. Wegen der Ballenpresse ja, anscheinend, ne? Dann will man ganz kurz kontrollieren, ob der entsprechend der richtig macht. Wenn der links ist. Und der andere auch links. Haben wir das nicht gemacht. Ist schon komisch, ne? Gerade sieht trocken aus. Aber kann noch kein Heu sein, dass noch nicht getrocknet. Weil er ja schon fertig ist, ne? Weil der Quatsch schon ein bisschen unnütz. Das ist. Tja. Fehler im System, sag ich mal so. Normalerweise hätten sie das schön Reihe in Reihe machen müssen. Großwiese muss ja schon mit zwei arbeiten. Das ist jetzt aber genau links. Ne, links, ja. Das sollte jetzt funktionieren normalerweise. Naja, sollte. Gut, dann gehen wir gleich auf die nächsten Fahrzeuge. Ein bisschen Vorsprung. Passt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Dann gehen wir raus. Das ist mal richtig. Dann wollen wir gleich den aktivieren, den zweiten, aber sehen können, wo wir sind. Dann ersten Wegpunkt. Jetzt werden wir das mal gleich aktivieren. Das aktiviert, passt. 9 Meter. Passt auch. Dann machen wir den anderen gleich auch vorbereiten. Da wir nämlich zeitnah starten können. Ohne die sie abhauen können. Schauen wir die Außenansicht, da ein bisschen besser flackern als so doll. So, probieren wir mal. So, das ist der Kollege, immer auf den Modus gehen. Kopieren. Aktiviert. 9 Meter, das passt. Ersten Wegpunkt. Dann ist der rechts. Dann muss der links sein. Links. Und wieder einspringen.
rechts. Lass mich mal ganz kurz fahren. Dann wollen wir gleich unseren LKW holen und dann gleich entsprechend einsammeln. Ein paar Meter können wir ja entsprechend selber nacharbeiten zur Not. Über Mähen haut auch nicht hin, ne? Beziehungsweise muss ich mich doppelt mähen. Ne, das. Eine Bahn lässt er mal raus. Das ist nicht gut. Warum lässt er die Bahn immer aus? Das ist mir jetzt... Verstehe ich nicht. Oder springt der andere vielleicht mal rüber? Schauen wir, wie das fährt, wenn man gleich die nächste Bahn nimmt. Ne? So, die rechte Bahn, linke Bahn jetzt. Die linke Bahn müsste rein theoretisch. Und da ist es rechts, der andere macht verkehrt irgendwie. Da wäre das rechts. Das ist hier links. Passt eigentlich. Wieso macht der eigentlich? Das ist schon komisch. Komisch. Ja, eingeholt. Der ist rechts. An sich passt das. Dann müsste er jetzt auch rechts bleiben. Oder fährt aber links. Der fährt noch ganz komisch. Der muss ich nicht eingreifen. Weil er fährt mal links und mal rechts. Könnte Absicht sein. Ist aber nicht logisch. Dann muss ich die anderen beiden ja pausieren. Ja, normalerweise links. Ja, das ist richtig. Beide links. Und jetzt beobachten wir, wie er links bleibt. Oder wie das ändert sich jetzt nicht. Dann müssen wir die anderen beiden auch Probleme machen. Also links wäre jetzt. Jetzt fährt er rechts. Links. Der bleibt links, okay. Dann nehmen wir rüber auf den. Jetzt läuft das, glaube ich, richtig. Links.
Wir werden gleich wechseln. Wir werden gleich wechseln auf rechts und dann gehen wir hier nochmal zurück. Da wollen wir die Bahn auch fertig machen lassen. Normalerweise hätte der Link gerade gleich machen müssen. Oh ja, so komisch. Aus. Lassen. Der kommt ja nicht hin. Sind ja zwei Bahnen schon mal komplett verkehrt. Das ist jetzt hier rechts. Denn spätestens hier beim Bahnpressen kommen ja Schwierigkeiten, ne? Wie schön sagt, Flutäten hier, weil es hier entsprechend nicht passt. So, hier schauen wir ganz kurz. Aktuell passt das ganz gut. Und alles auf. Der andere nimmt auch alles auf. Das passt noch. Mal schauen, ob wir näher unseren. Ich habe noch ein Fahrzeug auf Leasingbasis. Aber nicht zurückgeben. Und die Ball noch gleich holen hier und auflegen. Siehste, die wollen wir wieder aufnehmen und dann haben wir gleich einen Schwung da. Und dann können wir das entsprechend gleich hinstellen. Bisschen zurückfahren. Vor. So. Das war ein letztes zweiten BGH, mal hoffen, dass alles klappt. Mit unseren Rasenmäher-Freunden und Ballenpressen-Freunden, obwohl wir werden gleich mal gleich einsammeln. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ah, da sehen wir schon die Ballen. Richtigen Weg. Aua. Da sind wir. Da wollen wir gleich mal einen Schwung wegnehmen. Die sind nicht so tragisch. Gefährlich, wenn die Ballen hier am Ende, wenn sie in den Wänden, ne? Die Ballen sind wichtig, die weg sind. So, hoffen wir, dass ihr dann entsprechend richtig mäht. Hoffen wir das Beste, dann müssen wir eingreifen.
Jetzt haben wir ein Problemchen. Weil wir auch nicht um die anderen wichtigen Sachen kümmern können. Düngen zum Beispiel. Wir müssen die, wie gesagt, die Ballen hier in der Ecke sind nicht ganz so tragisch. Mäht der jetzt richtig oder falsch? Ist schwer zu sagen. Also aktuell ist er falsch, aber da hat er auch ein paar Reihen nicht gemacht. Also gut. Dem und wegfahren, sonst haben wir Probleme. Und zwar fällt nur 10 Düngwort, glaube ich. Wo ist der? Der ist da. Und langsam wird es dunkel. Also schummrig, ne, wie im Sommer halt, ne. Hab jetzt das Wetter genommen von Dänemark, mit dem Mod für Dänemark, ganz so gut ist, wird sich zeigen. Muss mir meine Filter noch einstellen. Das machen wir gleich im Anschluss. Wir müssen mal sehen, dass wir ein bisschen Nachschub kriegen. Unseren Düngersteuer, da ist die BGH, verkehrte Richtung. Mitte Sommer, ja. Nicht gewachsen, sehr spannend. Normalerweise, na gut. Neustart brauche ich aber nicht machen, jetzt wegen Season. Hätte sein können, dass es nicht mehr reicht, aber bin nicht ganz sicher. Unser Hof ist da hinten. Die einzigen Felder, die wachsen, sind 2, 15 und 14. Alle andere ist noch nicht zu sehen. Wollen wir gleich oben machen. Bauer arbeitet lange und ewig in der Nacht hinein. Normalerweise haben wir schon die Ernte. Normalerweise. Hat ja auch neulich den Eindruck gehabt, dass das Licht schwach ist. Jetzt geht's wieder. Also Verdacht habe ich dabei immer mit dem Schlafen. Dass es da Probleme gibt. Dass es da einfach nicht hinterherkommt in der Situation oder in der Berechnung. Ich weiß es nicht. Und dann müssen wir stehen geblieben. Dann schauen wir heute, ob es. Mein Herbst können wir auch noch ernten, noch abgesehen. Ob wir noch einen zweiten Herbst oder dritten Herbsttag ernten, das ist eine andere Geschichte. Also vom Winter noch. Wo letzten Winter, November meistens schon schlecht ist bei der Ernte, Getreide in Anführungszeichen. Ist ja meistens schon eine lange Geschichte. Dann sind eigentlich die Rüben fällig und Kartoffeln. Na, eher die Rüben und Körnermais. Aber so, ganz kurz gucken. Also aktuell arbeitet alles nach. Okay. So, Feld 10 düngen. Okay. Ballpressen ganz vergessen.
34. 34. Keine Ahnung, kleines wird sein. Den Kurs löschen wir ganz kurz. Mal einen Mini-Cutter machen. Im Feld 10 finden. Müsste ganz oben sein. Attraktiv. Ah ja, gut, hat die Meldung erledigt. Durchdrehende Reifen, das könnte ein Ballen sein, ne? Könnte. Sehr wahrscheinlich. 10, ja, ich hab 10 gefunden. Vielleicht Ballen pressen hier. Einsammeln, Ballen sammeln. Das meint ihr mit. Feierabend oder was? Scheint so. Wo war das auch gebockt? Wollen wir schnell sammeln, ne? Ja, da gibt es aber keine intelligente Lösung, sagen wir so, ne? Ganz vorsichtig. Denn wenn die Ballen da sind, die Ballen da, ne? Ich meine, da ist die Logik normalerweise ein Traktor und gleich hinterher sammeln. Beziehungsweise aufheben. Leerziehen machen hier. Das Gras fahren wollte ich eigentlich nicht. Dann mal die an hier nehmen gleich, links. Bisschen Licht brauchen wir. Arbeitet der richtig oder falsch? Da immer nimmt alles Gras mit. Ja. Macht er. Hier ist ja eine entscheidende Frage, nimmt er immer auch die richtige Bahn, wie er soll. Aber also noch an zur zweiten BGH fahren und da den Ballen noch nachjustieren. Oder gleich die anderen mitnehmen. Und gleich die Millionen zurückzahlen. Wenn das überhaupt Schulden rauskommen, so ein Teil davon. Ganz schuldenfrei. Bis jetzt mäht er alles nach. Obwohl, naja. Ja, gut. Aber er mäht immer doppelt. Ich weiß auch nicht genau, ob das alles Sinn macht, ne? Da blicke ich noch nicht ganz durch. Ob die beiden das System haben. Vier Stück noch, Junge, vier Stück.
Ja, die beiden arbeiten wenigstens ordentlich. Bis jetzt. So, liebe Freunde, das war die heutige Folge. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.